Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Grow Song of the Evertree. So, 26% Stadtzufriedenheit haben wir bereits abgeschlossen. Ja, 3 Gebäude wurden neu gebaut, 3 neue Personen sind angekommen und 73 Mega Miura sind über Nacht dort produziert worden. Natürlich ist das nur auf das neue Gebiet bezogen, weil ansonsten hätten wir ein wenig sehr viel zu wenig produziert. Irgendwoher muss das ja auch alles bezahlt werden. So, oh Moment, wir sehen hier gerade noch was. Beziehungsweise ich sehe hier gerade noch was auf der rechten Seite. Ob ich das jetzt wieder anvisieren kann? So. Okay, Guppies und so weiter. Buschei. Neue Tapeten, das ist immer gut. Dann wollten wir ja eigentlich, jetzt weiß ich gerade gar nicht, wo das jetzt gewesen ist. Ebenendistrikt. Wiesenquartiere, Wald. Ich weiß tatsächlich nicht, wo es gewesen ist. Ich gehe mal eben zu den Wiesenquartieren und schaue nochmal nach, was das jetzt genau... Oh, was war das? Nein! Es ist weg. So ein Mist. Flora. Und zwar zum Gebäude Flora-Tempel im Ebenendistrikt. Da bin ich doch gerade reingegangen, oder? Zum Flora-Tempel. Wo zur Hölle ist der? Oh Gott. Nee, das sind die Wiesenquartiere, wo ich reingegangen bin. Ah, okay, Ebenendistrikt. Dann müssen wir noch einmal rüber. Ebenen, das ist der. Klar, mit Wiesenquartieren haben wir ja auch angefangen. Hier oben ein wenig zu dekorieren. Nee, ich halte überhaupt nichts von. Weil wir müssen das ja alles gar nicht mehr machen. So, ich denke... Oh, das sieht irgendwie so geil aus mit diesen riesigen Hörnchen hin. Ich denke, dass der Tempel in der Richtung war. Genau. Der ist das gewesen. Also ich hoffe, dass ich hier keine 2 habe. Aber ich glaube nicht, dass ich hier 2 drin hatte. Dann werden wir mal schauen. Mit Flora sollen wir sprechen. Genau, hier oben. Hi, ihr beiden. Was für ein beeindruckender Tempel. Was denkst du, Eric? Hm. Ja, finde ich auch. Er ist wunderschön, aber sehr schmucklos. Das habe ich nicht verstanden. Ja? Eric und ich sind zusammen aufgewachsen. Er spricht vielleicht nicht viel, aber ich kenne ihn gut genug, um zu wissen, dass es ihm gefällt. Wir könnten allerdings deine Hilfe bei etwas gebrauchen. Wir glauben, dass ein paar Blumen im Tempel wunderbar aussehen würden. Kannst du uns vielleicht dabei helfen, Gameplayerin? Ja, ich habe welche da. Das ist überaus nett von dir, Gameplayerin. Ich habe zwar nicht viele da, weil ich die meisten schon ja, Auswahl getroffen. Ach, soll ich mehrere nehmen, oder? Hallo? Ich habe meine Auswahl getroffen. Wie viele soll ich denn machen? Alle? Ach du Schande. Die sind perfekt. Danke, Gameplayerin. Eric, kannst du mir dabei helfen, sie zu platzieren? Und weg waren sie. Tschüss. Ja. Das war jetzt nicht besonders lang, diese Quest-Hilfe, wie auch immer. Gut. Passe das Haus von Hector an. Waldregion, das Haus von Hector. Okay. Schauen wir da auch nochmal eben nach. Hallo? Waldregion, da. Wo sollen so viele Stadtbewohner hin? Das weiß ich auch nicht. Darum kann ich mich auch gerade überhaupt nicht kümmern. So, das Haus von Hector. Ich weiß ja gar nicht, was das Haus von Hector überhaupt ist. Moment, die sind... Hectors Bad... Achso, Badehaus. Lottis Haus? James Haus? Hier ist kein Haus von Hector. Aber ich glaube, das ist Hector, der da drin ist, oder? Moment, Badehaus. Wer von den beiden ist jetzt Hector? Der linke, oder? Ich muss jetzt nochmal eben schauen. Ich meine, das ist der Typ, genau, der hier, mit diesem komischen Pilz auf dem Kopf. So.
Den kann ich jetzt nur, okay. Also der mit diesem Pilz auf dem Kopf. Das heißt, dass es das Haus sein müsste. Ja. Und das soll ich ein bisschen anpassen. Dann würde ich sagen, machen wir hier doch einen Blumenkasten rein. Reicht das schon? Nein, offensichtlich reicht das nicht. Warum nicht? Ja, hat um eine Hausanpassung gebeten. Habe ich ja gerade. Warum? Leute, warum reicht das nicht, wenn man dann Briefkasten reinmacht? Ich kann doch hier nicht so viel machen. Marken kann ich auch keine mehr machen. Kreativität, Service der Angestellten. Erhalten Bewohner einen kurzzeitigen Freudenschub, wenn sie das Gebäude. Ja, komm, machen wir das jetzt rein. So. Reicht das oder muss ich jetzt tatsächlich noch irgendwas anders färben? Ah, das reicht. Na, immerhin etwas. Okay. So, passe das Haus an. Ach so, das muss ich, glaube ich, bei ihm abgeben, ne? Ich weiß aber gar nicht, wo Hektors Haus überhaupt ist. Ich hätte vielleicht darauf achten sollen, als ich es ausgewählt hatte. Das wäre besser gewesen. Das ist das. Das ist direkt neben dem Gasthaus. Ja, aber wo ist Hector dann? Ist der nicht da drin? Hallo? Ist der im Badehaus wahrscheinlich gerade? Okay, ist ein guter Mitarbeiter, beziehungsweise ist ein guter Bewohner. Er ist fleißig am Arbeiten. Da hinten ist das Badehaus. Ich hoffe, das ist das Einzige hier. Dann schauen wir hier mal. Ah, ja, perfekt. Schauen wir da mal nach. Da bist du. Irgendwo, da hinten. Hi. Was für eine tolle Wahl. Gute Zeiten. Alles wird gleich viel heimeliger. Danke. Ja, gerne, gerne. Machen wir doch immer gerne. So. Erhöhe. Ja, ich weiß, ich muss die noch machen. Den Bart und alles haben wir immer noch nicht. Das wollen wir auch nicht. Das wollen wir auch nicht. Okay, ja, dann. Bui. Dann würde ich sagen, dass wir zur Flussregion erstmal reisen werden. Oder zum Flussrevier von mir aus. So, mein jüngstes Bauprojekt ist abgeschlossen. Das ist immer gut. Was möchtet ihr denn? Oh, herrje. Gemischtwarenladen. Ja, da haben wir doch, glaube ich, schon einen für. Auch wenn ich gerade überhaupt nicht weiß, wer von denen das war. Keine Ahnung. Du siehst ungefähr gleich alt aus wie die. Beziehungsweise jung. Du möchtest eine Bäckerei. Da schauen wir mal eben nach. Sekunde. Sekunde, Sekunde. Das heißt noch nicht, dass sie wieder gehen dürfen. Bäckerei. Bäckerei können wir machen. Alles kein Thema. Moment, können wir auch direkt oben. Können wir auch direkt schon mal bauen. Ist gut, die ist sehr groß. Tja, so richtig kann man die nicht perfekt reinsetzen, ne? Oder anders gesagt, so richtig perfekt kann man die nicht reinsetzen. So, tolles Deutsch. Das kriegen wir auch nicht hin. Das heißt, das müssen wir schon irgendwie so machen. Zack. So, Bäckerei ist gebaut. Junge Dame, niesen Sie mich doch nicht an. Ich bin nicht nur sensibel, ich bin auch jemand mit schlechtem Immunsystem. Und, also von Geburt an. Und nicht darüber erfreut, wenn man mich anniest. Bitte, danke, gerne. So, aber Sie dürfen trotzdem hier einziehen. Dich setzen wir, weiß ich nicht, die schmeißen wir jetzt einfach mal zu der anderen rein ins Haus. Ist mir jetzt auch. Gesundheit. Mann, 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 Mann. Immer diese ganzen erkälteten Leute hier. Ja, wir haben noch Gebäude, die wir noch verbessern können. Aber ich glaube, sonst haben wir jetzt keine Personen hier, wenn ich das richtig sehe. Ihr seid noch alle arbeitslos. Ist nicht schlimm. Achso, Bäckerei, das kommt noch. Gemischtwarenladen. Achso, kann ich so nicht machen. Moment. Hatte ich hier keinen Gemischtwaren? Ach, ich bin gerade. Oh.
Ich bin gerade im völlig falschen... Mist. Ich bin gerade im völlig falschen Bezirk. Aber wir können hier auch einen bauen. Wenn ich irgendwo noch Platz finde, heißt das. Oh Gott, müssen die Dinger hier so riesig sein, alle. Beziehungsweise, das ist ja nicht so schlimm, aber der Platz ist ja viel zu klein hier. So, okay. Gemischtwarenladen ist in Arbeit. Dann, das ist der Schneider. Dich können wir nicht direkt reinsetzen. Ja, ich muss das wieder über die Schneiderei machen. Entschuldigense. So, du gehst in die Schneiderei, damit du nicht mehr arbeitslos bist. Und... Achso, ich stehe jetzt auf der Schneiderei. Ich wollte gerade sagen, was machen wir denn hier? Schneiderei. Ja, das könnte eventuell irgendwie themenmäßig zur Schneiderei passen. Keine Ahnung. Machen wir mal einfach alles grün. So, dann... je mehr Service die haben. Ja, da habe ich jetzt natürlich nicht drauf geachtet. Da müssen wir mal... Je nach Kreativität, je nach Produktion. Egal, wir machen erstmal einen Angestelltenplatz noch frei. Das war, glaube ich, dann alles hier, ne? Okay. Da können wir jetzt niemanden mehr zuweisen. Keiner wollte mehr Schneider machen, nein. Die haben alle irgendwie andere Wunschvorstellungen. Bäckerei wird noch gebaut. Das ist das, was ich gerade gemacht habe. Dann Gemischtwarenladen ist klar. Ach so, ja, die Bibliothek. Genau, die war ja schon fertig. Da können wir Makoto schon mal reinmachen. Und sind das zwei? Nein, das ist nur eine. Haben wir auch einen mit zwei? Nö. Gut. Dann halt nicht, dann nehmen wir halt zwei einzelne, ist mir auch egal. So, das sind die, dann die Dachfarbe. Ja, Bibliothek ist natürlich was Schönes. Können wir noch sowas machen oder so? Keine Ahnung. Nein, wieso? Hallo, das wollte ich gar nicht. Sockelfarbe wollte ich, da habe ich eigentlich auch drauf geklickt, aber naja. Das könnte man eigentlich blau machen. Nein, 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 nein. Diesmal habe ich aber wirklich falsch geklickt. Das sieht irgendwie doof aus, finde ich. Das muss... Keine Ahnung. Ich weiß es doch nicht. Okay, wir machen das einfach mal so. So, die Häuser hatte ich schon angepasst. Das Gasthaus sowieso. Da, das ist, glaube ich... Ja, das ist auch angepasst. Das auch. Die wird noch gebaut. Den haben wir angepasst. Okay. Also von den Gebäuden her sollte das jetzt eigentlich mehr oder weniger perfekt sein. Außer, dass die vielleicht mal scheiße aussehen. Oh, das ist ja toll. Die unterhalten sich über das Essen. Haben wir hier noch irgendwas? Ich glaube nicht, oder? Da können wir nichts mehr machen. Vielfalt. Baue. Ja, das ist natürlich so die Sache. Ich weiß halt nicht, was die nächsten Besucher brauchen. Deswegen müssen wir damit erstmal warten. Ach so, platziere 14 Dekorationen in der Stadt. Ja. Müssen wir irgendwas Kleines nehmen am besten, würde ich sagen. Das sind doch die Dekorationen, naja. Vogelbad ist immer gut. Schade, dass man sich da reinsetzen kann, Mann. Wieso ist das hier eigentlich so? So, Vogelbad. Eins, zwei. Drei. Vier. Oh, das ist größer. Vier, vier, vier. Ich glaube, hier kriegen wir sowieso nichts hin, ne? 5. Sechs. Dann 7. Mal eben gucken, in welche Richtung das eigentlich geht. 8.
Komm, 9. Ach, jetzt geht das weg, oder wie? Hä? Okay, 10. Knallen wir einfach mal alles dahin, ist ja egal. 10, 11, 12, 13, 14. So, das sollte reichen. Ja, perfekt. Okay. So. Vermittle. 6 Jobs der Stufe 3 oder niedriger. Was? Was ist denn ein Job der Stufe 3 oder niedriger? Gebäude anpassen? Ja, gut. Wie gesagt, die Gebäude bauen kann ich dann erst, wenn ich die nächsten Bewohner habe. Den Rest haben wir soweit alles. 3 Blockaden sind auch draußen. Die habe ich auch alle mit weggemacht. Ja, Bewohneranfragen. Ah, Moment. Was drücke ich denn jetzt hier für einen Quatsch? Bewohneranfragen, da hinten ist irgendwas. Hallo? Ist ein Bad nicht etwas Tolles, aber noch toller ist es, ihn durch die Gegend zu streichen. Ja, das haben wir schon mal alles gehört. Kannst du mir ein Bad bringen? Nee, eigentlich nicht, aber ich nehme es mal an. Ich will auch nicht reden. So, das ist fantastisch. Das ist toll. Ja, toll. Alle wollen so ein Bad haben und ich kriege keine Bärte. Das ist doch Mist. Aber da fällt mir gerade was ganz anderes ein. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich euch das bereits gezeigt habe, aber ich brauche nochmal Nachschub. Deswegen gehen wir jetzt... Oh Gott, was wollen die alle hier? Können die nicht in die anderen Gegenden gehen und da einfach einziehen? So, geh mal aus dem Weg bitte. So, oh nein, wir haben hier keine mehr. So ein Mist. Wir haben 17 Eisenschlüssel drin. Na gut, dann brauchen wir die eigentlich auch nicht zu kaufen, ne? Andererseits, wir haben so viel Mjora. Ich weiß nicht. Ja, komm, wir kaufen die einfach. Aber dann haben wir keine Sicherung hier. Ich wollte eigentlich jetzt hier Sicherungen kaufen. Vielleicht müssen die Dinge auch erstmal weggekauft werden, damit man die Sicherungen kaufen kann. Das kann auch sein. Aber wir haben noch eine Möglichkeit. Hier ist auch nochmal ein Blumenladen. Aber die werden wahrscheinlich dann das gleiche Angebot haben, oder? Nein, die haben Sicherungen da. Oh, hier geblieben. Hier geblieben. Davon haben wir nicht so viel. So, das kaufen wir auch einfach alles mit. Das auch. So, kaufen wir einfach alles aus. Zack. Haha. So, nur, ich würde ehrlich gesagt gerne... Aber da kam ich nicht von den Wiesenquartieren aus hin, glaube ich. Ich würde gerne das in dem Waldgebiet machen. Ich bin mir aber ums Verrecken nicht mehr sicher, wo das gewesen ist, ehrlich gesagt. Inselschauplatz. Oder war das hier unten? Es ist blöd, dass man hier nicht zoomen kann. Es war irgendwie... Es könnte auch hier eventuell gewesen sein. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich bleib mal hier und lauf mal tatsächlich in die Richtung weiter runter. Weil ich absolut keine Ahnung mehr habe, wo das gewesen ist. Wir hatten ja mal was gesehen mit Sicherungen, was wir noch nicht gemacht haben. Das war auf jeden Fall nicht hier. Da mussten wir Sicherungen reinmachen und wussten halt nicht, was dann dabei rauskommt. Ich denke aber, das ist weiter unten gewesen. Ich bin mir echt überhaupt nicht sicher. Ich irre jetzt hier ein bisschen die Gegend entlang. Ich würde sagen, ich suche das jetzt mal. Ich meine, ich habe zumindest noch einen halben Tag Zeit, um es vielleicht doch noch zu finden. Ich suche das jetzt mal und sollte ich das doch finden, weil ich bin jetzt schon ein ganzes Stück weiter unten wieder angekommen beim Inselschauplatz. Sollte ich das doch noch finden, dann schalte ich euch auf jeden Fall gleich nochmal hinzu. Bis gleich. Ah, perfekt. Also, ich bin jetzt vom Inselschauplatz aus auf der Karte nach rechts rumgegangen. Also quasi nach unten raus und dann links rum, wenn man so läuft.
Und da habe ich jetzt dieses Ding hier gefunden, in dem Bereich, wo wir nicht weiterkamen. Aber das hilft uns jetzt auch nicht weiter. Aber wir können hier auf jeden Fall die Sicherung reinmachen. Mal schauen, was uns das jetzt bringt. Oh, sag bloß, das hätten wir... Okay. Ich glaube, er hat jetzt ein anderes angezeigt gerade. Ist da jetzt noch was anderes durchaktiviert worden? Das verwirrt mich jetzt hier gerade ein bisschen. Hier unten wird es aber wahrscheinlich nicht weitergehen. Das ist jetzt... Hier oben ist auch nichts, oder? Da ist nur noch... die Höhle kennen wir ja, aber warum ist das... Oder? Kennen wir diese Höhle? Nein, die kennen wir noch nicht. Umarmung der Mutter, was ist das denn? Ah. Warte, ich kenne diesen Ort. Das ist die Umarmung der Mutter. Ein Schrein der Lycora. Okay. Aber was tut ein Schrein der Himmelsmaid gerade in dieser Höhle? Das ist eine sehr gute Frage. Gameplayerin, wir müssen Nachforschungen anstellen. Okay. Machen wir. Scheiße, komme ich da rüber? Ich komme mal von da hinten wahrscheinlich besser rüber, oder? Wobei hier, ich denke mal nicht, dass ich da kaputt gehe, wenn ich da jetzt durchgehen würde. Ach, das ist nur hier diese Stelle. Ah, ich dachte, das wäre jetzt überall so teerig. Okay. Das ist aber auch nur Wasser, glaube ich, soll das darstellen. Hier ist noch was zum Öffnen. Sehr schön. Okay. Oh, guten Tag. Kann ich mit dir reden? Ah, du bist gekommen, Baumpfleger. Ich bin so froh, dass du hier bist. Das ist ein besonderer Ort. Du weißt natürlich, wer Lycora ist. Nö. Dein Volk sieht Lycora als Beschützerin, nicht wahr? Sie kennen sie als Himmelsmaid, die Hüterin des Friedens im Himmel. Die Himmelsmaid liebt und beschützt diese Welt, so viel steht fest. Aber es ist die Sorge um ihre Kinder, die ihr am schwersten auf der Seele lastet. Das sind Lycoras Kinder. Diese riesigen, Jahrhunderte zuvor geboren, schliefen sie die ganze Zeit. Genährt und beschützt von den Wurzeln des Immerbaums. Oha. Fühlst du das, Baumpfleger? Fühlst du ihre Rastlosigkeit? Sie sind seit langem bereit, sich in die Lüfte zu schwingen, aber die Dürre hält sie hier gefangen und saugt ihre Energie aus. Nun, da die Dürre aus dieser Region verschwunden ist, werden sie bald aufwachen und sich ihrer Mutter anschließen. Wie aufregend! Sie wachen langsam auf. Was? Jetzt? Sie sind ziemlich, groß, oder nicht? Oh. Stimmt. Wir sollten schnell nach draußen, um ihnen nicht im Weg zu sein. Oder von ihnen zerquetscht zu werden. Ah. Ja, das wollen wir schließlich nicht. Aber ich will mir die nochmal angucken. Ich hoffe, das wird jetzt hier kein Jump'n'Run oder so, dass jetzt hier gleich die Höhle, oh, da oben ist noch was. Zusammenbricht, das wollte ich sagen. Das nehmen wir aber noch mal eben mit, bevor wir rausgehen. Juhu. Wüstenwand. Aber es sieht schon sehr cool irgendwie aus hier, muss ich sagen. Na gut, wir gehen raus. Das war ja jetzt so quasi unsere Aufgabe. Aber ich denke mal nicht, dass die jetzt aufwachen werden. Oh, ich schwebe. Oder? Vielleicht doch.
Was ist das für ein Beben? Ich dachte, wir hätten die Dürre in dieser Region beseitigt. Oh. Schau, Lycoras Kinder. Oh, so werden sie also geboren. Sie schließen sich ihrer Mutter an. Die Himmelsmaid hört sich auf jeden Fall viel glücklicher an. Gameplayerin, ich glaube, sie dankt dir. Nun, sie ist durchaus eine stolze und glückliche Mutter. Oh, das war jetzt schön. Das war jetzt richtig schön. Vor allen Dingen war das jetzt etwas, womit ich jetzt ehrlich gesagt überhaupt gar nicht gerechnet habe. Aber wahrscheinlich ist das hier so ein... Wobei, geht's da hinten noch weiter? Wahrscheinlich ist das hier so ein Gebiet, was jetzt gerade erst freigeschaltet wurde. Vielleicht durch dieses Ding. Hier ist noch was. Durch dieses Ding, was wir gefunden haben. Kann man das nochmal machen? Nein, schade. Das ist ja cool. Jetzt gucke ich nur gerade. Das ist auf der anderen Seite. Was ist denn da? Was ist denn da? Kann man da rüberspringen irgendwie? Wahrscheinlich nicht, ne? Wenn ich jetzt da runterspringe, gehe ich dann kaputt oder? Einfach mal ausprobieren. Ah, natürlich gehe ich kaputt. Das war ja klar. Na gut, dann nicht. Also erstmal weiß ich nicht, ob wir da hinten jetzt noch was haben. Aber ich bin ganz ehrlich, ich würde da gerne rüberkommen, weil... Oder war das das? Aber das sieht so zu aus, finde ich. Ich versuche jetzt erstmal so darüber zu kommen. Oh, Hallöchen! Haha, du hast mich gefunden! Eigentlich nicht. Eigentlich bin ich jetzt nur aus Versehen hier rübergelaufen. So, Moment. Hier ist der Übergang, so wie es aussieht. Schauen wir mal eben nach. Es kann natürlich sein, dass das die Höhle gewesen ist, wo wir schon mal drin waren. Aber das... Ich weiß es nicht. Ich guck mal lieber vorsichtshalber nach. Nein, wir waren noch nicht drin. Oh, wie geil ist das denn? Wenn ich jetzt wüsste, wie groß das Ding da drin ist. Ne? Ah, ich habe eigentlich nicht so viel Zeit. Ich wollte die Folge eigentlich... Oh, ich wollte die Folge eigentlich gerade beenden. Wir schauen trotzdem mal eben schnell, was wir hier finden können. Das sieht irgendwie sehr interessant aus. Drum, drum, drum. Das ist ein Schiff. Oh, wie cool. Da kommen wir ja immer irgendwie wie so ein kleiner Entdecker vor, wenn ich hier rumlaufe. Da könnte, oh, schon wieder ein Alchemietisch. Sehr geil. Naja, sehr geil ist relativ. Ich meine, bisher konnten wir irgendwie nichts an diesen Alchemietischen machen. Oder ich habe es wirklich nicht verstanden. Keine Ahnung. Hallo? Hier kann man jetzt gar nichts mehr machen? Oder wie? Weil ich denke mal, dass wir die schon haben, aber... Es tut sich halt nichts. Ich kann nur... Ja. Es tut sich halt nichts. okay. Da können wir theoretisch hoch, aber da ist nichts mehr. Hier müssen wir ein bisschen vorsichtiger rumlaufen. Jetzt fallen wir nämlich hier runter. Das wollen wir nicht. So. Da haben wir auch kleine Wohlfühlverstärkung. Okay. Gestrickte Leggings. Yay. Können wir da rauf? Theoretisch ja. Praktisch bringt uns das allerdings nichts. So wie es aussieht. Wir können hier hoch, aber... Ja, das war's dann auch. Ich bin die Königin der Welt. Ja, okay. Also. Nein. Ich glaube, das hat mich jetzt gerade ermordet.
Ja, jetzt habe ich so oft mitbekommen, dass ich durch das Wasser laufen kann, weil es nicht so tief ist. Und dann denke ich, okay, ich spring mal einfach rein und puff, schon bin ich wieder tot. Ach, es ist doch immer wieder schön zu sterben. Ja, dann würde ich sagen, ich gehe jetzt erstmal hier raus. So. Und würde dann auch sagen, dass ich hier tatsächlich erstmal die Folge für heute beende. Und dass ich dann diese eine Stelle, die ich im Kopf hatte, noch ein bisschen suchen werde. Vielleicht kann ich dann ja damit in der nächsten Folge direkt beginnen. Vielleicht finde ich sie auch gar nicht. Vielleicht war das jetzt auch die Stelle, die wir eben gefunden haben. Ich bin mir nicht sicher. Ich meine eigentlich, dass es da zwei Stellen gegeben hat. Aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen und hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao.